Kann das Thema dann auch an dieser Stelle schon wieder zusammenfalten? Es ist eine ganz banale Sache. Ja. Wenn ich ein Parlament quotieren will, dann muss ich dem Wähler vorschreiben, was er zu wählen hat. Anders geht's nicht. Ja. Und dann setze ich mich dafür ein, freie und gleiche Wahlen abzuschaffen. Das ist banal. Ja. Und warum das Amt von Herrn Haldenwang? Die Parteien, die das auf offener Bühne vertreten und fordern, nicht in seinem Bericht hat, darüber können wir alle mal nachdenken. Das finde ich auch eine spannende Frage. So viel dazu. Bitte, zurück an dich. Wollte von euch noch jemand was dazu sagen? Okay, dann war hier die nächste Frage bei den Herren. Guten Abend, mein Name ist Gregor Hans Huse aus Düsseldorf. Ich richte meine Frage an Herrn Bonau. Ich habe auch 8 Jahre gedient bei der Deutschen Marine, Dienstgrad Unteroffizier. Ich sage nur so vielen, dort wo meine Ausbildung war, die Marineversorgungsschule List auf Sylt ist zu. Der Marinestützpunkt Kappeln-Olpenitz, Ostsee, ist auch dicht. Hier 1990 gab es die Reifenstein-Kaserne im Osten Bereich, die Bergische Kaserne Hubbelrad, alles zu. Ich habe Bedenken, ich finde es richtig, sowohl für Männer als auch für Frauen eine einjährige Dienstpflicht einzuführen, beziehungsweise Zivildienstersatzdienst, ja, für Frauen und für Männer. Aber ich stelle vor allen Dingen bei der Bundeswehr fest, dass die Infrastruktur, sprich Kasernen, Stützpunkte etc. gar nicht mehr vorhanden sind. Und die Frage ist, haben wir auch die Ausbilder? Danke. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Wir waren beispielsweise jetzt vor kurzem im BAJUD, im Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistung der Bundeswehr, haben uns dort informieren lassen. Und es ist tatsächlich so, jetzt von heute auf morgen die Bundeswehr wieder mit Wehrpflichtigen zu versorgen, wäre gar nicht möglich, weil wir die Unterbringungsmöglichkeiten nicht haben. Wir haben tatsächlich auch die Ausbildungskapazitäten nur im eingeschränkten Maße, weil die Bundeswehr einfach so belastet ist durch ihre vielfältigen Aufgaben. Das wäre schon sehr, sehr schwierig. Das heißt, es wäre tatsächlich auch ein mehrjähriger Prozess, das wieder einzuführen. Und weiter natürlich der Punkt, viele Kasernen werden dicht gemacht, keine Frage. Über das ganze Land wurden sie verkauft. Und das wollen wir natürlich ein Stück weit auch wieder zurückdrehen, einfach deshalb, weil wir die Versorgung der Bevölkerung auch im Katastrophenschutzfall wieder sicherstellen wollen. Sei es eine Flutkatastrophe, Schneekatastrophen, wir haben es jetzt in Bayern erlebt, also mit Fähigkeiten auszuhelfen, die die zivilen helfen, meistens nicht so haben. Das ist für uns auch eine wichtige Aufgabe der Bundeswehr, wofür sie auch im Inneren eingesetzt werden kann. Und ansonsten hat aber auch im Zusammenhang mit dem, was ich gerade sagte, der Wiederherstellung als Gastnation für unsere NATO-Partner, doch die Wiederherstellung von Infrastruktur, sei es Straßen, Brücken, Depots, Unterbringungsmöglichkeiten, Strukturen, die NATO-Pipelines und ähnliches, da ein Umdenken stattgefunden, die Planungen laufen, Verkäufe wurden gestoppt, seitens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und ähnliches. Also von daher, da ist man schon auf dem richtigen Weg, aber es muss halt alles bezahlt werden. Und wenn man, wie es gerade vorgetragen hat, gehört hat, dass wir unsere Ausgaben sogar noch senken, wie sollen wir da Kasernen sanieren, wie sollen wir Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, etc. etc. Auch die Infrastruktur in Deutschland, das wissen viele aus dem zivilen Bereich, was marode Brücken angeht. Früher hatten wir überall noch die gelben Schilder an den Brücken, wo man sehen konnte, bis zu welchem Gewicht dann die Brücke benutzt werden konnte, auch mit Gegenverkehr. Ja, die müssten wir heute alle wieder haben. Aber jeder weiß es aus seinem Umfeld, die gibt es ja kaum noch oder sind abgerostet. Und all diese Maßnahmen, das dauert natürlich ein bisschen, aber ich glaube, es ist sinnvoll und wir gehen das an. Und das hat sogar diese Bundesregierung schon erkannt. Okay, hier ist die nächste Frage. Ja, hallo, mein Name ist Thomas. Und mich würde interessieren, also in dem Wahlprogramm eben ist mir direkt ins Auge gesprungen, das Thema Heimatschutz. Ich würde gerne wissen, was bedeutet das? Hat das was mit Kulturvölkern zu tun? Oder was bedeutet Heimatschutz für Sie? Was haben Sie vor? Und im Detail möchte ich das wissen. Es geht da weniger darum, was ich vorhabe, aber tatsächlich der Begriff Heimatschutz dient der Umschreibung, dass wir ja auch im Inneren tätig werden könnten mit der Bundeswehr, nicht im Sinne von Streitkräften, sondern mit ihren Möglichkeiten tatsächlich unterstützend Hilfe zu leisten und nicht darum, dann wer gegen wen oder die Bundeswehr gezielt gegen Gruppen einzusetzen oder ähnliches. Das kennt man ja eher aus totalitären Systemen. Also das streben wir sicherlich nicht an, ist aber ein Aspekt, der heute auch wieder eine größere
große Rolle spielt. Wir haben ja auch den zivilen Heimatschutz, wir haben die Vorsorge. Sie wissen es alle, dass Bunker eingemottet oder verkauft wurden, dass es keine Fähigkeiten mehr zur ABC-Abwehr gibt, dass die Sirenen jetzt erst wieder hergestellt wurden, um dann auch Signale geben zu können, sollte es entsprechende Angriffe geben, aber auch meinetwegen Terrorakte und ähnliches. Und das ist das große Feld Heimatschutz. Da geht es nicht darum, irgendwie die Bundeswehr jetzt im militärischen Sinne gegen jemanden einzusetzen, sondern tatsächlich die Menschen in unserer Heimat zu schützen. Und das ist der Begriff Heimatschutz und keine Bösartigkeiten, die Sie vielleicht dahinter vermuten. Okay, ist die nächste Frage. Herr Elster von Bono, Sie haben vorhin auf der Grafik gezeigt, habe ich das richtig gesehen, dass wir noch 149 Leopard 2 haben und davon nur 39% einsatzfähig sind? Also mein letzter Stand ist, dass wir ungefähr 250 Kampfpanzer tatsächlich noch haben und die sollen auch noch weiter aufgestockt werden. Allerdings tatsächlich in einem sehr bescheidenen Umfang nur einsatzbereit. Und das führte ja in den letzten Jahren sogar zu einer Art Kannibalisierung. Das heißt, man hat die auf Halde gelegt, ausgeschlachtet, um die noch in Betrieb befindlichen weiter versorgen zu können. Heute ist es sogar so, dass die Einheiten, die zur Verschrottung oder die verkauft wurden, verschrottet werden sollten, zurückgekauft werden müssen und wieder in Dienst gestellt werden, was natürlich alles sehr aufwendig ist, sehr viel Geld kostet und nicht zuletzt brauchen wir natürlich auch die Besatzungen dafür. Aber im Grunde sieht es schon so aus, dass wir den Plan haben, die Bundesregierung im Grunde, dass wir bis in die Anfang der 2030er Jahre zumindest wieder drei funktionsfähige Brigaden aufstellen, die mit dem entsprechenden Material noch ausgestattet werden müssen. Ob das denn alles so klappt, ist mal fraglich. Denn wir hatten vor kurzem einen entsprechenden Vortrag aus dem Ministerium, wo erkennbar war, schon mit den Wunschzahlen, also dem Wunschbudget, das Ministerium aufgestellt hat, waren viele maßgebliche Nachrüstungs- und Beschaffungsmaßnahmen gar nicht machbar. Und jetzt haben wir gesehen, diese Zahlen werden nicht mal erfüllt. Es gibt noch weniger Geld. Das heißt, es ist fraglich, ob wir dann tatsächlich einen wesentlich höheren Bereitschaftsgrad wiederherstellen können. Zweite Frage. Es gibt ja verschiedene Bestrebungen im Bundestag, in der Politik, dass Verfassungsregelung, dass die Bundeswehr im Inland außer bei Katastropheneinsätzen nicht eingesetzt werden darf. Das ist ja eine Lehre aus Weimar, wo ja die Reichswehr damals sehr aktiv gewesen ist. Wie steht die AfD und wie stehen Sie zu diesem Ansinnen, die Bundeswehr auch im Inland einsetzen zu dürfen? Na, zum Ersten, ich sehe überhaupt keine Bestrebung im Bundestag, das dahingehend zu ändern. Denn das will auch die AfD nicht und wir wären ja noch die, denen man das am ehesten unterstellen könnte oder zutrauen würde. Von daher, das lehnen wir ab. Wir halten die Regelung tatsächlich für sinnvoll und richtig, dass die Bundeswehr